bedeutet Eins, Einheit, Ganzheit und das kommt aus dem Hebräischen. Es weist ein bisschen auf einen Zustand hin, den man erfahren kann als Musikschaffender. Ein ganzes Konzert kann getaucht sein in so eine spezielle Magie. Es ist so ein Gefühl von der Raum ist durchflutet von Präsenz, die durchs Musikmachen entsteht. Und das ist für mich sowas wie ein Idealzustand, nach dem ich immer hinstrebe. In der Vergangenheit habe ich mich durchaus mit Quellen beschäftigt, die eine örtliche Zuschreibung hatten, mit traditionellen Quellen. Und jetzt interessiert mich sehr, was aus der Zukunft kommt, quasi von oben vorne. Und damit geht einher, dass ich mich mit sakralen Quellen, mit sakraler Musik beschäftigt habe und versucht habe, dieses ganze sakrale Thema für mich zu erschließen. So gesehen ist die Bewegung des Albums oder die Auseinandersetzung der Quellen etwas nach vorne gerichtetes, nach vorne schauendes und von der Zukunft lernen wollendes.